Es ist das Tabakgesetz, das schon oft als typisch österreichische Kompromisslösung bezeichnet wurde und Österreich zu einem kleinen Raucherparadies macht. Gesundheitsminister Stöger sieht die Bevölkerung hinter sich, das hat er heute mit einer Studie untermauert. Was aber anders wird, ab 1. Juni muss das Gesetz auch eingehalten werden und das bringt die Diskussion wieder neu ins Rollen. Es ist ohne Zweifel eine klassisch österreichische Lösung. Keiner, weder Wirte noch Raucher oder Nichtraucher, sind mit dem Tabakgesetz wirklich glücklich. Geändert soll aber trotzdem nichts werden. Denn laut einer aktuellen IFES-Studie ist Rauchen in Österreich keineswegs out. Zählt man die Gelegenheitsraucher dazu, raucht nämlich fast die Hälfte der Österreicher. Ein generelles Rauchverbot würden nur 19% befürworten und selbst in der Gruppe der Nichtraucher sind nur 29% für ein strengeres Gesetz. Der Gesundheitsminister will daher im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Staaten alles so lassen, wie es ist. Allerdings soll ab 1. Juli der Nichtraucherschutz in Lokalen strenger als bisher kontrolliert werden. Wer das nicht einhält, ist einer derjenigen, wo ich nichts dagegen habe, wenn er nachher auch eine entsprechende Strafe bekommt. Da habe ich kein Verständnis. Der Hauptraum hat der Nichtraucherraum zu sein. Und ich sage es den Wirten noch einmal deutlich, dort sind auch die Arbeitnehmer beschäftigt und dort hat man für Nichtraucherschutz zu sorgen. Punkt. Aus. Etwas sanfter versuchte Stöger jetzt am Abend in der ZIP2. Wir wollen mit den Menschen ringen, dass die Räume, in denen geraucht wird, weniger sind. Ich lade die Wirte dazu ein, auch gute Luft ihren Kunden anzubieten. Und ich sage jedem Wirt, nicht zu rauchen oder das Rauchen nicht zuzulassen, ist auch ein Vorteil für ihn. Ob sich davon die Gastronomie beeindrucken lässt, auch wenn die Strafen strenger werden sollen, mehr Beamte zur Kontrolle des Nichtraucherschutzes wird es jedenfalls nicht geben. Große Unsicherheit herrscht also, weil im Raum steht, dass die EU ein generelles Rauchverbot verhängen könnte. Wir schalten jetzt nach Brüssel und schauen, wie wahrscheinlich das ist. Guten Abend, Cornelia Primusch. Schönen guten Abend. In den Medien werden Experten und auch Politiker zitiert. Sie meinen, dass die EU ein generelles Rauchverbot EU-weit verhängen könnte. Und da heißt es, das könnte sogar in 4 Jahren schon so weit sein. Gibt es in der EU tatsächlich solche Pläne? Das wäre der erste Geheimplan, der diesen Namen noch wirklich verdient. Ich habe mich heute in der EU-Kommission ein wenig umgehört, denn die EU-Kommission, die müsste ja auch so ein europaweites Rauchverbot beschließen und einführen. Dort aber erfährt man, dass gar nichts in diese Richtung geplant ist. Ganz im Gegenteil, denn Rauchverbot, das ist Angelegenheit der Nationalstaaten. Und die, wie man in Österreich sieht, haben recht wenig Interesse, das tatsächlich so streng umzusetzen. Das, was Brüssel machen kann, das ist ja schon passiert. So zum Beispiel wurden die Leitbezeichnungen auf den Zigaretten verboten oder es müssen auch Warnhinweise auf den Packerln aufgedruckt werden. Allerdings, da waren nicht Gesundheitsangelegenheiten die Gründe dafür, sondern im weitesten Sinn Konsumentenschutz, denn Leit, das ist irreführend. Also kurzum, die EU-Kommission kann das Rauchen nicht EU-weit verbieten. Das ist Ländersache. Könnte es sein, dass die Kommission über die Schutzmaßnahmen für Arbeitnehmer das Rauchen in den Lokalen verbietet? Darüber wird spekuliert. Das stimmt schon, das wäre eine Möglichkeit. Die Überlegung ist dabei, dass man jene, die im Gastgewerbe arbeiten, vor Passivrauch schützt. Diese Diskussion, die hat es ja auch in Österreich gegeben und tatsächlich hat die EU-Kommission auch darüber diskutiert, aber in dieser Angelegenheit, da geht nichts weiter. Tatsächlich haben sich nämlich die Sozialpartner mit der EU-Kommission zusammengesetzt und nicht einmal die europäischen Sozialpartner, die können einer Meinung sein. Also nicht einmal die europäischen Gewerkschaften wollen beschließen, dass das Rauchen in den Gaststätten verboten wird. Jetzt am Ende müssen ja dann sowieso wieder die Nationalstaaten darüber entscheiden, ob ein EU-weites Rauchverbot kommt. Und da wären wir wieder beim Problem, die Nationalstaaten haben das letzte Wort. Wie Sie es schon sagen, es dürfte jetzt also so sein, es ist und bleibt eine nationale Angelegenheit. Warum werden dann Unsicherheiten fast geschürt? Ja, es ist natürlich einfach, wenn man sich auf die EU ausreden kann, frei nach dem Motto, wir täten ja gerne, aber Brüssel lässt uns nicht. Das ist ein bisschen wie Schwarzer Peter spielen. Einzelne Länder,
darunter auch Österreich, die verstecken sich hinter der EU und schieben in diesen Raucherangelegenheiten den schwarzen Peter der EU zu. Das Interessante dabei ist aber auch, dass die EU den schwarzen Peter nicht haben will und die schiebt diese Verantwortung wieder den Nationalstaaten zu. Und übrigens, in Europa gilt, Gesundheitsfragen sind Angelegenheiten der Nationalstaaten. Und normalerweise reißen sich ja auch die Länder darum, ihre Angelegenheiten selbst in die Hand zu nehmen. Nur beim Rauchverbot, da will sich offenbar keiner die Finger verbrennen. Frau Primel, Sie leben jetzt in Brüssel. Wie wird das denn dort gehandhabt? Da gilt seit Jahresbeginn jetzt ein strengeres Rauchverbot. Schon vorher hat gegolten, in den öffentlichen Räumen, Krankenhäusern, am Arbeitsplatz darf nicht geraucht werden. Und in den Gastronomiebetrieben ist es jetzt seit Jänner strenger. Dort, wo nur getrunken wird, wo keine Speisen ausgegeben werden, da darf weiterhin geraucht werden. Und in jenen Lokalen, wo noch so kleine Snacks gereicht wurden, die kleinen Käsewürfel, da gibt es jetzt nichts mehr zum Knabbern. Da darf jetzt dann getrunken und eben geraucht werden. Also jedes Land seinem Stil. Dankeschön.